Hallo und herzlich willkommen zur Preview zum Bristol Food City Dirt Race, dem erst zweiten Dirt-Rennen in den letzten 50 Jahren. In der letzten Saison hat man ja angefangen, dieses einmalige Event sozusagen zurückzubringen, einmal pro Saison. Und ja, auch dieses Jahr hat es Bristol Dirt wieder auf den Kalender geschafft, also quasi die Strecke, wo der Shorttrack in Bristol komplett mit Lehm, Matsch, wie auch immer man es auf Deutsch genau bezeichnen möchte, Dirt ist einfach der beste Ausdruck dafür, komplett überdeckt. Und jetzt haben wir eben dieses sehr besondere Rennen. Davor hatten wir ja, wie gesagt, vor letzter Saison 50 Jahre lang Pause, obwohl dort früher die Ursprünge des NASCARs auch viel auf Dirt-Strecken waren. Und jetzt haben wir das nächste Bristol-Rennen und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Natürlich hier wieder, wie ihr schon sehen könnt, mit NASCAR 21 Ignition. In NASCAR Heat 5 ist Bristol Dirt zumindest mit den Cup-Autos meines Wissens nach nicht fahrbar. Das gibt es zwar für die Offroader, aber leider nicht für die Cup-Autos. Deswegen machen wir es hier auch wieder so, dass wir hier die Preview in NASCAR 21 Ignition machen und dann im Laufe der Woche, ich denke am Donnerstag, nochmal das normale Bristol kommt im Rahmen unserer Fahrerkarriere. Genau, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt schon mal los. So, rein geht's. Wir haben uns hier auf Platz 28 qualifiziert. Ja, auch wenn ich noch ein paar Schwierigkeiten habe hier gerade im Spiel, das hat ja eh einige Probleme, aber die sollen uns jetzt nicht stören. Wir gucken erstmal, dass wir hier einen halbwegs vernünftigen Restart hinbekommen. Das hat schon mal geklappt. War natürlich auch wieder mit Stages von jetzt 11 Runden in dieser Stage. Sprechen wir aber so ein bisschen über das reale Bristol-Rennen. Bristol Dirt jetzt dieses Wochenende ist das erste von zwei Bristol-Rennen natürlich wieder in der Saison. Wobei gerade das zweite Rennen sehr wichtig wird, denn das ist das letzte Rennen der Round of 16. Entscheidet also, wer in der ersten Playoff-Phase ausscheidet. Ist es eigentlich noch ein bisschen interessanter, dass man sich beim ersten Bristol-Rennen jetzt für die Dirt-Variante nach wie vor entschieden hat, da man eben den Teams so auch weniger Möglichkeiten gibt, für dieses sehr wichtige Rennen später in der Saison Daten zu sammeln, gerade mit dem neuen Auto. Eine andere Neuigkeit ist, wie wir jetzt hier im Hintergrund schon sehen, hier ist es ziemlich staubig und vor allem mit der Sonne blendet das Ganze. Man sieht relativ wenig in der Cockpit-Perspektive und so ging es den Fahrern ja letzte Saison auch in echt. Deswegen hat man das Rennen jetzt nach hinten verlegt. Es ist jetzt ein Nachtrennen. Damit sind jetzt beide Bristol-Rennen in dieser Saison Nachtrennen. Das soll eben genau da bei der Visibility etwas helfen. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, denn gerade in der Sonnenuntergangsphase letztes Jahr war es mit dem ganzen Staub auf der Strecke dann doch sehr schwer. Ja, ansonsten Bristol natürlich, wie gesagt, ein temporärer Dirt-Track. Der wird meistens einmal in der Saison als Dirt-Track von anderen Klassen benutzt, jetzt eben auch von NASCAR. Und wir werden an diesem Wochenende hier ein Cup-Rennen und ein Truck-Rennen sehen, wenn wir jetzt leider immer gedreht wurden. Und ich meine, das war Cody Ware, aber es bleibt grün, okay. Ja, wir können immerhin weiterfahren. Das sowieso nicht an. Das habe ich mir mal nicht angetan hier. Reden wir weiter. Also Bristol, einer der kürzesten Strecken, aber man darf den Speed nicht unterschätzen, den man hier hat, da die Steilkurven relativ hohes Banking haben. Wir reden hier auch auf der Dirt-Variante schon von Banking zwischen 22 und 24 Grad. Das ist auch eine kleine Neuerung, denn wir haben dieses Jahr Progressive Banking, also das wird immer steiler, je weiter oben man fährt. Im letzten Jahr hatten wir noch kontinuierliches Banking, also kontinuierliche Steigung in den Kurven. Ansonsten die Länge des Short Tracks sind 0,533 Meilen, was umgerechnet ca. 0,85 Kilometer sind, also nur etwas länger als Martinsville. Wirklich klassischer Short-Track und gerade durch die hohen Speeds hat man hier eigentlich eh schon sehr viel Action. Jetzt mit der Dirt-Variante natürlich noch umso mehr, da man hier natürlich, genau das, was uns gerade hier auch passiert ist, da wahrscheinlich noch mehr Kontakt sehen wird. War ja letztes Jahr schon so. Letztes Jahr hatten wir auch schon einige Cautions. Da gehen wir dann gleich nochmal drüber. Vorher aber noch, warum ist die Strecke das Last Great Colosseum oder warum wird es so bezeichnet? Wie ihr schon hier ganz gut sehen könnt, fährt man hier quasi in so eine Art Stadion.
Wird dementsprechend so bezeichnet, ist ja vielen wahrscheinlich auch unter dem Namen ein Begriff. Es ist schon eine sehr coole Strecke, sehr stadionmäßig, wie gesagt. Ja, auch wenn wir diese Saison natürlich schon das Showrennen im richtigen, in Anführungsstrichen, LA Coliseum hatten. Ja, jetzt haben wir quasi zwei Rennen im Kalender. Weiß nicht, ob Bristol das so gut gefallen hat. Aber ja, das war dann schon die erste Stage. Bis auf den Spin eigentlich ja, ganz in Ordnung. Wenn wir jetzt nur auf Platz 36 sind, ist okay, wir gehen weiter. Und ja, machen keine Boxenstops. Zu den Boxenstops können wir gleich mal zu den Besonderheiten kommen, denn es wird keine Live-Pitstops geben. Also keine Boxenstops unter grünen Bedingungen, unter ganz normalen Bedingungen. Nein, man kann nur an die Box gehen zum regulären Stopp während den Stage-Breaks, also so wie jetzt in diesem Fall. Und es wird eine Zeitvorgabe geben, also quasi eine Mindeststandzeit, die ja sehr lange dauert. Also da reden wir, glaube ich, von ich glaube, 2 Minuten oder was das da letztes Jahr waren. Ganz entspannt. Es ist auch im letzten Jahr auf jeden Fall so gewesen, dass da nicht die komplett normalen Crews dabei waren, sondern ja andere Mechaniker, zum Beispiel die Reifen gewechselt haben. Dementsprechend eh schon alles ja, langsamer, entspannter. Man sollte also keine Veränderung der Position in der Box dieses Wochenende sehen. Ja, das ist bei Dirt-Rennen aber üblich. Gut, wir bleiben mal draußen und gehen direkt weiter. Ja, ansonsten, wer ist denn als Favorit zu handeln vielleicht für dieses Wochenende? Da haben wir natürlich erstmal Joey Logano. Der hat nämlich die erste Ausgabe des Bristol Dirts letztes Jahr im Cup gewonnen. Aber auch Martin Truex Jr., der hat nämlich im letzten Jahr das Truck-Rennen gewonnen. Gerade bei Logano war es eine ziemliche Überraschung. Der meinte, dass er eigentlich ja, gar keine Erfahrung hatte auf Dirt. Genauso war Denis Suarez letztes Jahr sehr, sehr gut dabei. Der auch meinte, dass er ja, quasi noch nie zuvor auf dem Dirt Track gefahren ist. Also da einige Überraschungen. Ansonsten muss man aber ganz klar sagen, gerade die Spezialisten für Dirt-Strecken, Kyle Larson und Christopher Bell, die haben ja auch den Chili Bowl, dieses ganz berühmte Dirt-Rennen, schon mal gewonnen. Ja, sollte man auch unter Rechnung haben. Aber auch zum Beispiel Chase Briscoe und Bubba Wallace, die jeweils schon mal einmal in Eldora gewonnen haben. Eldora ist ja der andere Dirt Track, den man in der Truck Series fährt. Also auch die können da schon ein paar positive Statistiken beisteuern. Auch wenn die vielleicht letztes Jahr nicht die besten Piloten im Cup-Rennen waren. Ansonsten beim normalen Bristol ist ganz klar der Fall, dass die beiden Busch-Brüder hier dominieren. Kyle Busch hat 8-mal schon im Cup gewonnen, insgesamt sogar 22 Mal, wenn man alle drei NASCAR-Serien zusammenrechnet. Aber auch sein Bruder Kurt Busch hat bereits 6-mal in Bristol gewinnen können. Also ja, die beiden Busch-Brüder hier absolut ja, Spitzenfahrer. Ob das aber auch auf der Dirt-Variante der Fall ist, werden wir sehen. Im letzten Jahr war ja Kyle Busch relativ schnell raus, da sein Auto ja nach ein paar Runden überhitzt hatte, dementsprechend vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, wie er da unterwegs war. Ja, ansonsten gibt es sonst noch einige Änderungen, natürlich speziell für dieses Rennen. Einerseits fahren wir natürlich mit ja, Dirt-Reifen, also mit Reifen mit Profil, das einzige Rennen, wo mit Profilreifen gefahren wird, abgesehen natürlich von Regenrennen. Ja, ob wir diese Saison noch sehen, schauen wir mal. Die gibt es ja sonst nur auf den Rundstrecken. Und es gibt eine Neuerung tatsächlich, denn es gibt ein Mudflap, also quasi ein, ja, ein Schutzschild, ein Schutzblech, quasi so wie man das vom Fahrrad hinten kennt, was hinter den Hinterreifen montiert wird dieses Jahr, damit eben die Autos nicht so viel Staub aufwirbeln. Und da ist es auch Pflicht, diese zu benutzen. Wenn bei einem Auto diese abfallen, müssen die anscheinend auch an der Box ersetzt werden. Da, ja, ist NASCAR wohl sehr strikt, also ja, darauf gilt zu achten. Es gibt aber sonst noch ein paar Änderungen. Und zwar dürfen die Luftauslässe von der Kühlung auf der Motorhaube dürfen zugemacht werden, müssen nicht, aber dürfen zugemacht werden. Genauso wie diese Belüftungskanäle, die vorne in der Windschutzscheibe neuerdings drin sind und dem Fahrer ja, Frischluft zuführen, die dürfen auch zugemacht werden.
Ist, denke ich mal, auch eine ganz gute Idee, damit der Fahrer nicht den Dreck und Dirt in seine Ansaugung reinbekommt. Muss aber beides nicht, ist beides optional. Was nicht optional ist, die Frontschutzscheibe muss allerdings drin bleiben. Da hatten sich ja viele gefragt. In den Dirt-Rennklassen ist es normalerweise üblich, dass man ohne Frontscheiben fährt, einfach weil die eben dreckig werden, was man ja hier auch schon wieder sieht. Da gab es ja im letzten Jahr ganz lustige Lösungen, dass da teilweise die Fahrer so eine Art Swiffer oder sonstigen Staubwebel im Auto mit langen Stangen hatten und selbst die Scheiben etwas gereinigt haben. Wenn sie zum Beispiel, wie wir jetzt in der Stage Break waren, auch wieder 36. Platz, okay, halten immerhin die Position. Das bleibt auf jeden Fall so. Sind wohl Sicherheitsgründe, da hat man noch zu wenig getestet. Mal schauen, das wird wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren etwas angepasst werden nochmal. Dass wir da vielleicht auch mal ohne die Windshields fahren können, aber mal schauen, vielleicht hat sich das Problem jetzt mit den Nachtrennen eh schon größtenteils behoben. Ich glaube zwar noch nicht ganz dran, aber wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch eine Änderung. Es gibt nämlich kein normales Qualifying-Prinzip. Es wird nämlich 4 Heat Races geben, also kurze Minisprint-Qualifikationsrennen, sowohl in der Cup Series als auch beim Truck Series Rennen. Die Rennen gehen jeweils 15 Runden und im Cup werden 9 Autos jeweils mitfahren. Und je nachdem, wo man sich eben in diesen Heat Races positioniert, dementsprechend legt das eben die Startreihenfolge vor. Also die 4 Gewinner der Heat Races werden dann, schätze ich mal, auf den ersten 4 Plätzen starten. Wird zumindest logisch und so weiter. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Dementsprechend kommen wir mal so ein bisschen zu den Zeiten, an denen ihr, wenn ihr mögt, einschalten könnt. Und zwar fangen wir an am Samstagabend um 22.30 Uhr beginnen die Heats der Truck Series, die 15 Runden, viermal. Gefolgt danach um 0 Uhr von Samstag auf Sonntagnacht kommen dann die Cup Heat Races, also die Cup Qualifikationssprintrennen. Und danach kommt dann zu unserer Zeit um 2 Uhr das Truck-Rennen. Da wird die grüne Flagge wohl um 2.08 Uhr fallen. Und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag fängt das Cup-Rennen um 1.14 Uhr an. Wobei diesmal wieder die Rechte bei Sport 1 Plus hier im deutschen TV liegen. Die übertragen ab ungefähr 0.30 Uhr bis voraussichtlich 4 Uhr, aber je nachdem, wie lange das Rennen dann halt geht. Ansonsten natürlich alles, gerade auch die Truck Series über den Track Pass guckbar. Truck Series ja leider sonst nicht im TV. Nächste Woche ist es dann aber endlich mal wieder soweit. Da haben wir dann Talladega, da ist dann der Short Track Run beendet. Da waren ja jetzt 3 Short Tracks am Stück. Und da übernimmt der Motor Vision wieder mit deutschem Kommentar. Freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn ich denke, dass gerade Bristol Dirt auch ein ziemlich cooles Rennen werden dürfte. Ich bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird. Im letzten Jahr war es ja eigentlich schon, eine positive Überraschung. Bis auf die Probleme mit der Sichtbarkeit hat das eigentlich allen überraschend gut gefallen. Auch denen, die vielleicht nicht so überzeugt von dem Konzept waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Nesca macht mit diesen experimentellen Dingen zurzeit relativ viel richtig. Also Bristol Dirt beim ersten Mal war klasse, auch das LA Colosseum Show-Rennen war in dieser Saison wahrscheinlich sogar das beste Short-Track-Rennen, was wir bisher hatten, auch wenn es natürlich kein offizielles Punkterennen war. Aber das kann gerne so weitergehen. Ansonsten, das Rennen, das Cup-Rennen wird insgesamt 250 Runden gehen und wird die Stage-Aufteilung haben, Stage 1 75 Runden, genauso wie Stage 2 auch 75 Runden und die Final Stage wird dann 100 Runden haben. Allerdings muss man auch schon sagen, die Regenwahrscheinlichkeit für das Cup-Rennen liegt aktuell bei 50%, also es besteht leider eine Möglichkeit, dass das Rennen sich nach hinten verschiebt, das wäre natürlich schade, aber das wäre dann so. Kommen wir nochmal zum Caution-Rekord zurück.
Der lag im letzten Jahr bei 10 Cautions im Cup-Rennen. Im Truck-Rennen waren es dann sogar 12 Cautions trotz kürzerer Renndistanz. Das ist aber trotzdem noch verhältnismäßig wenig, denn in der normalen Variante des Bristol Motor Speedways hatten wir einen Caution-Rekord von insgesamt 20 Cautions. Den hatten wir dreimal. Zuletzt im Jahr 2003 ist das schon etwas her. Aber ja, wäre auch durchaus schlagbar. Ja, schauen wir mal, ob es dieses Jahr ein Dragfest wird oder wir dieses Jahr ja, wie in Martinsville ja, quasi gar keine Gelbphasen haben. Das kann ich mir zwar gar nicht vorstellen. Also, obwohl man sagen muss, ja, Martinsville quasi ohne Cautions hätte sich auch keiner wirklich vorstellen können, vor allem ohne Überholmanöver. Ich denke aber zumindest, das wird sich dieses Mal ändern. Und ich bin auch sehr gespannt, welcher Fahrer vielleicht, der überhaupt nichts mit Dirt-Rennen am Hut hat, hier an diesem Wochenende wieder glänzen kann. Vielleicht auch wieder ein Logano, mal sehen. Er hat ja schon das Kolosseum gewonnen. Warum geht er in die Box? Nee, okay. Ja, da sind wir wieder bei ein paar Problemen, die Prescott, wenn die One leider noch hat. Warum auch immer die eine Runde vor Rennende jetzt an die Box gehen, ich weiß es nicht. Uns soll es recht sein. Ja, ansonsten kommen wir noch zu den Fahrern. Bei der Cup Series fahren die 36 Charter-Teams mit, keine Open-Teams. Es gibt aber. Oh Gott, Unfall. Was passiert jetzt hier auf den letzten Runden? Ich weiß es nicht. Wir sind sogar auf Platz 5 vorgefahren anscheinend. Okay. Ganz interessant. Naja. Ja, perfekt. Also auch noch gedreht. Und gehen rückwärts unter die Ziellinie, so wie man es eben machen muss. Perfekt. Nicht. Naja. Gut, das nur am Rande. Haben Platz 4 geholt. Sehr schön. Kevin Harvick gewinnt. Ja, naja, gut. Cody wäre sogar Zweiter, der uns vorhin ja gedreht hat, meine ich. Naja. Bringen wir den Punkt noch kurz zu Ende. Also es gibt drei Veränderungen im Cup. In der 77 im Spire Chevrolet übernimmt Justin Allgaier wieder. In der 78 im LIV Fast Motorsports Ford übernimmt Josh Williams, der sein erstes Cup-Rennen fährt. Und in der 16 im Kolleg Chevrolet übernimmt mal wieder Noah Gregson von AJ Allmendinger. In der Truck Series gibt es allerdings 38 Trucks, die angemeldet sind für 36 Spots. Also da werden zwei im Qualifying rausfliegen. Und es werden wieder einige Cup-Fahrer mitfahren. Unter anderem sind da in der Nummer 7 wieder im Spire Chevrolet, der so ein halber HMS Chevy eigentlich ist, nur nicht offiziell, fährt Chase Elliott. Jetzt darf mal der nächste HMS-Pilot ran. In der Nummer 17 im DGR Ford wird Harrison Burton Platz nehmen. Genauso wie im Nummer 54 DGR Ford Joey Logano mitfährt. Was, ja, könnte interessant werden, da er ja, wie gesagt, das Cup-Rennen letztes Jahr gewonnen hat. In der Nummer 20 im Youngs Motorsport Chevrolet wird Austin Dillon mitfahren. Und einen, ja, ganz interessanten Fahrerwechsel oder Fahrerinnenwechsel, muss man da vielleicht sogar sagen, gibt es auch in der Nummer 62. Da übernimmt nämlich Jessica Friesen, die Ehefrau von Stuart Friesen, der in der 52 Jahre Vollzeit in der Truck Series unterwegs ist. Jessica Friesen ist aber nicht zu unterschätzen, denn sie gilt als Dirt-Spezialistin und ja, fährt eben für ihr eigenes Rennteam Helmer Friesen Racing wieder. Ja, schöne Geschichte, die beiden, ja, Eheleute da quasi als Teamkollegen hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr auch schon, wenn ich mich da richtig erinnere. Auf jeden Fall ganz interessante Story. Ja, dann würde ich sagen, seid ihr grundlegend informiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Bristol Dirt Rennen haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.